Dann bist du bereit? Ich weiß es nicht. Schau mal. Mein Name ist Carsten. Wer bin ich? Ich bin Monteur bei der Cablex. 1993, 94 ging das los, wo ich dann die erste Glasfaser in der Hand hatte. Zu heute war das die Steinzeit des Glasfasers, muss man wirklich so sagen, weil wir haben da mit ganz einfachen Mitteln und Geräten, mit Mechanik noch teilweise gearbeitet. Heute macht das alles Elektronik. Wir spleißen dann die Fasern zusammen, am besten die richtigen. Und dann sollte das in der Regel funktionieren. Viele Kabel gehen auch über Land, also über Wiesen. Da gibt es auch Schächte, die dann auf grünen Wiesen sind. Und da war ein Beispiel, da war der Schacht in einer Weide, eine Kuhweide. Also wir mussten da über diesen Elektrozaun klettern, der abgeschaltet war zum Glück, und den Schacht öffnen. Ich bin dann zurückgegangen, habe noch etwas Werkzeug geholt. Leider hat der Bauer vergessen, die Kühe von der Weide zu nehmen. Und eine hat es besonders nie verstanden, was wir da machen. Kam dann wirklich im Tempo angerannt und auf uns zu, vor allem auf meinen Kollegen, der schon noch im Inneren der Weide stand und dann sich mit einem Hechtsprung wirklich über den Zaun gerettet hat. Es war sehr lustig anzusehen. Wir haben gelacht, aber im Nachhinein hätte auch Schlimmes passieren können, aber es ist nichts passiert. Es war alles lustig. Ich muss bei jedem Wetter arbeiten. Wir können es aber trotzdem uns einrichten, wenn es doch mal zu extrem wird. Also wenn es von der Seite schneit oder stürmt, dann können wir schon mal zusammenpacken, eine kurze Pause machen, abwarten, bis es weg ist. Und dann können wir halt wieder, fangen wir wieder an. Das richten wir uns ein. Da habe ich, aber mir fällt ja auch die Gemeinde nicht ein. Ich muss mal kurz unterbrechen. Warte mal, wie hieß denn? Oh, Niederpip. Neuneck, jetzt habe ich's. Das ist schon eine Weile her, das war ein Neuneck, da hatten wir mal so einen Extremschneefall auch von der Seite. Da war ein Schacht mitten in der Einfahrt, wo die Autos ständig kamen, und da mussten wir auch abbrechen, weil es zu viel Schnee war. Und da hatten wir noch ein Zelt, das ist dann durch den Wind auch was weggeflogen. Und da mussten wir das alles sichern und festhalten mit drei Mann. Das war schon heikel. Persönlich, hobbymäßig, gehe ich sehr gern essen mit meiner Frau. Wir reisen sehr viel. Ich kann von einer sehr speziellen Reise erzählen. Ich habe im Jahr 2018 das dritte Mal geheiratet. Darf ich das ja sagen? Oder ist das schlimm? Und haben dann in Griechenland auf einer kleinen Insel namens Samos geheiratet. Mit unseren Freunden, haben unsere Freunde eingeladen, griechische Freunde eingeladen, haben in den Bergen in einer kleinen Taverne unsere Hochzeit gefeiert. Es war ein ganz tolles Erlebnis mit griechischer Live-Musik, mit Essen, wie man es macht. Und das war ganz toll. Es war ein Riesenerlebnis in meinem Leben. Stolz macht mich meine Frau. Ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt vor 5 Jahren. Und wir haben auch uns so verstanden, haben gleich geheiratet. Und das macht mich riesig stolz, dass ich die Frau kennengelernt habe. Glück bedeutet auch für mich, auch meine Frau, und dass wir gesund bleiben, dass wir gesund sind, dass es uns relativ gut geht und wir eigentlich alles so machen können, was wir so auf dem Plan haben. Und ja, das ist großes Glück für mich.